Heute gibt's von mir ein paar Frühlingsoutfits. Ja Leute, der Frühling steht vor der Tür bzw. ist auch schon ein Stückchen da und heute gibt es von mir passende Frühlingsoutfits für euch als Inspiration und ich habe jedes Outfit so ein bisschen benannt, ja, um einfach so einen gewissen Eindruck für dieses Outfit zu bekommen, wann ich persönlich dieses Outfit anziehen würde. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet und wir starten direkt mit Outfit Nummer 1. Starten wir mit Outfit Nummer 1, das ist das, was ich hier aktuell anhabe. Ich nenne dieses Outfit das Bootsparty-Outfit. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, ich bin bei Freunden auf Mallorca eingeladen, die haben ein Boot und wir schippern gerade so lang zum Sundowner wieder in den Hafen hinein und verweilen dann einfach noch länger ein bisschen auf dem Boot, haben dann noch ein paar Drinks. Ich finde, das Outfit passt perfekt dazu. Starten wir unten bei den Schuhen. Die Schuhe sind graue Wildleder-Sneaker, richtig cool, sportlich als auch elegant. Da drauf eine Sommerhose in so einem Steingrau und vom Stoff her ist das so ein Leinen-Baumwoll-Mix, was perfekt für so einen Frühlingsabend ist. Dann haben wir da drauf ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Vom Stoff her ein Stück weit feiner, von der Musterung nicht ganz so fein, ein bisschen legerer, weil die Muster einfach ein bisschen größer sind. Und da drauf, wenn die Sonne dann untergeht, kann man dann auch ein schönes Blouson anziehen in dunkelblau. Ich finde, das passt wirklich perfekt zu so einer Bootsparty im Frühling. Machen wir weiter mit dem nächsten Outfit und zwar nenne ich dieses Outfit Jogging Fresh. Warum Jogging Fresh? Ja, erstmal braucht jeder von uns einen Jogginganzug im Kleiderschrank. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jeder chillt mal gerne am Wochenende und dann möchte man natürlich auch gut in dem Chill-Outfit aussehen. Und warum Fresh? Ja Leute, diese Farbe Mintgrün, was soll ich sagen, die ist einfach richtig fresh. Heißt, ein Jogginganzug in kompletter Montur mit Hose und Oberteil. Darunter trage ich ein weißes Basic-T-Shirt und richtig coole Adidas-Sneaker. Und da es grundsätzlich im Frühling auch noch ein bisschen fresh werden kann, habe ich darüber auch noch mal einen Mantel gezogen. Weiter geht's mit dem nächsten Outfit. Und zwar nenne ich dieses Outfit das Chai Saturday Outfit. Warum Chai Saturday? Ich sag jetzt einfach mal, das ist ein richtig cooles Outfit, ja. Und hier in Berlin würde ich jetzt mal so sagen, hey, ich will auf jeden Fall cool sein, ich will in Mitte leben und ich will am Samstag auf jeden Fall meinen Chai Latte trinken und dazu dieses Outfit. Kommen wir zu den Sneakern. Ich trage hier weiße, flache Adidas Sneaker, die auch so ein beige drin haben. Dann da drauf eine beige Jogginghose, aber so eine feine Jogginghose. Einfach so ein bisschen feiner gemacht, auch mit dieser Falte und dann noch ein weißes Basic-T-Shirt, da drauf eine braune Bomberjacke und das Coolste an dem Outfit, dieser Fischerhut von Hugo, der das Outfit einfach nochmal so ein Stück weit cooler macht und dementsprechend auch aufwertet. Weiter geht's mit dem Spring Eve Outfit. Warum Spring Eve? Eve natürlich für Evening und Spring für Frühling. Ich finde, das ist das perfekte Outfit, wenn man abends irgendwie spontan noch irgendwo hingehen will, vielleicht noch ein Bierchen zischen will, am Späti oder vielleicht sich im Park trifft oder grundsätzlich mit Freunden noch was in der Bar trinken will. Dieses Outfit kann man immer perfekt im Frühling anziehen, wenn man abends mal rausgehen möchte. Ich trage hier schwarze Chelsea Boots, eine schwarze Basic Jeans und ein weißes Basic T-Shirt. Also grundsätzlich erstmal ein relativ basic Outfit, aber da drauf kommt dann das Highlight Piece an dieser Stelle und zwar hier dieser kurze Trenchcoat in Beige, der an dieser Stelle auf gar keinen Fall fehlen darf. Und hier nochmal alle Outfits im Überblick. Verschiedenen Looks und die Kleidungsstücke, sofern sie noch available sind, verlinke ich euch wie immer natürlich unten in der Infobox. So Leute, das waren einfach mal ein paar Frühlingsoutfits für euch als Inspiration. Schreibt doch gerne in die Kommentare rein, was ihr mit diesen Outfits assoziieren würdet. Ich bin mal gespannt, ob ihr mir dazu stimmt oder ob ihr was anderes gedacht habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle einen richtig geilen Frühling mit richtig geilen Outfits. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.